Ja, und damit sage ich dann wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Walking Dead Final Season. Und wir haben heute ja vor, James zu finden. Also, was meinst du, wie viele Beißer James uns bringt? 15? 100? 1000? Clem, au! Schusswunde? Es ist, als ob mich wer von innen zwickt. Oh, Blinddarm. Komm, ruhen wir uns kurz aus. Clem, ich denke ständig, als Willi diese Sachen über Ten sagte, war ich so wütend. Er war so gemein und Ten war gar nicht da, um sich zu verteidigen. Ich wollte ihm wehtun. Ich weiß, es war nicht richtig. Ich muss immer daran denken. Ich will nur seinen Kopf einschlagen. Ich habe atmen versucht, Steine werfen. Ich mag das Gefühl nicht, dass ich wem wehtun will. Es ist okay, wütend zu werden. Dafür kannst du nichts. Aber die Gedanken müssen in deinem Kopf bleiben, okay? Du darfst sie nie ausleben. Okay, ich bin stark. Ich kann kontrollieren, was ich tue, aber nicht, was ich denke. Ich denke, dass ich auch wütend auf Ten bin. Die Deckung zu verlassen, während Lili die Schule angriff, war echt dumm. Aber er weiß nicht, was wir wissen. Und dann hat Willy ihn angeschrien, statt ihm beim Lernen zu helfen. Warum wissen die anderen nicht, dass wir wissen? Wenn man einen Plan hat, muss man ihm folgen. Und wenn man jemanden anschreit, hört die Person nicht mehr zu. Tja, die anderen hatten es nicht so schwer wie wir. Wir mussten viele Fehler machen, um zu lernen, was wir wissen. Stimmt. Aber Tens Fehler sind echt so schlimm. Vielleicht lernt er auch von ihnen, so wie wir. Komisch, dass alle so unterschiedlich sind. Es ist ja das Erikson-Internat für Sorgenkinder. Sorgenkind. Sorgen sind schlimm. Waren sie schlimm? Warum? Okay, manchmal machen sie schlimme Sachen, weil ihnen Schlimmes passiert ist. Ich kannte mal einen Doktor, da warst du noch ein Baby. Er nannte es Trauma. Du hast auch ein Trauma. Du erträgst es nicht, wenn jemand von hinten kommt. Ich mag mein Trauma nicht. Ich will es loswerden. Wie werde ich es los? Ich mag es nicht mal, wie das Wort sich anhört. Allein geht das nur ganz, ganz schwer. Ohne Hilfe können viele Leute das nicht. Von einem Doktor? Ja, aber davon gibt's nur noch wenige. Oder wie die Schule, stimmt's? Die sollte Leuten mit ihrem Trauma helfen. Ja, genau. Und jetzt helfen sie sich gegenseitig. Ich mag sie trotzdem. Ich glaube, Ten mag ich am meisten, selbst wenn er Unsinn macht. Ich glaube, er ist mein erster echter Freund. Ach ja? Ich dachte, das wäre ich vielleicht. Stimmt, aber du zählst nicht, du bist alt. Bin ich Auch nett. nicht? Na gut, er ist mein zweiter echter Freund. Ich sehe James nicht. Nur Monster. James? Du bist verletzt. Waren das die Plünderer? Ich
Ich glaube, es waren welche von eurer Schule dabei. Warum seid ihr hier? Die Leute, die du gesehen hast, wir retten sie. Dafür musst du ein paar Beißer für uns fortbewegen. Ich könnte vielleicht helfen, aber meine Maske ist im Lager, in meiner Tasche. Ohne sie kann ich durch keine Herde gehen. Okay, dann holen wir sie. Aber bitte, ich bitte euch, sie nicht zu töten. Die Beißer, wenn ihr sie ablenkt, kann ich heimlich meine Maske holen. Die alle abzulenken? Bitte. Ich versuch's. Auf seine blöde Bitte, echt. Ich scheiß auf dich und deine blöde Bitte. Alles okay? Ja, keine Bisse.
Du hast nicht mal versucht, sie zu verschonen. Ich hatte andere Probleme, sorry. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Also, wie sollen Beißer eure Freunde retten? Sie werden auf einem Schiff gefangen gehalten, nicht weit von hier. Ohne Deckung kommen wir nicht aufs Schiff, sonst knallen sie uns einfach ab. Ihr wollt Beißer als Deckung, um euch auf das Schiff zu schleichen? Das ist irre. Das ist der einzige Weg. Es gibt da was, was ihr sehen müsst, damit ihr versteht, worum ihr mich bittet. James! Wir brauchen seine Hilfe noch, oder? Ja. Leider, und der hat, glaube ich, auch ziemlich einen an der Waffe. Es ist sicher. Nur noch etwas weiter. Okay, und nö. Clem, was ist das? Das ist eine Salzlecke. Salzlecke. Klingt eklig. Oder vielleicht schmeckt es gut. Wie Chips, die sind salzig, oder? Leck da bloß nicht dran. Es schmeckt furchtbar. Woher weißt du das? Hast du daran geleckt? Ich weiß nicht. Okay, wir schauen mal, was er will, der Bub. Meine Leute, früher, sie hatten einen Brauch. Sie nannten es Sammeln. Sie als Waffe eingesetzt. Ich dagegen schütze sie. Ich weiß, es klingt seltsam, aber darum habe ich euch hergebracht, um sie wie ich zu sehen. Als Menschen. Als Menschen? Also nicht wirklich als Menschen, aber ein Zwischending. Ein Teil von uns ist noch in ihnen. Tief verborgen. Nur wenige sterben. Wir verwandeln uns. Weder tot, noch lebendig. Das kannst du nicht beweisen, James. Ich habe schon viel gehört, aber dass Beißer eine Seele haben? Ich sagte ja, ich weiß, wie es klingt. Glaubst du wirklich, dass in Monstern Leute drinstecken? Tief im Innern, ja. Seht es mal so. Hat sich jemand verwandelt, der euch wichtig war? Clems Freund, Lee. Sie erschoss ihn, bevor er ein Monster wurde, damit er nicht leiden musste. Tut mir leid. Ich hätte es anders erklären sollen. Ich wollte dich nicht an Unangenehmes erinnern. Ich habe jahrelang unter Beißern gelebt und tue es noch. Allein sind sie. Harmlos. Unschuldig. Wenn ihr meine Hilfe wollt, möchte ich, dass ihr mit ihnen geht. Und mir dann sagt, ob sie für euch wirklich nur Monster sind. Sie sind nur Monster.
Sie sind keine Menschen oder Freunde. Clem! Ihr passiert nichts. Ehrenwort. Das ist nicht clever. Es ist zu gefährlich. Sie muss sich nur wie sie bewegen. Louis würde das für uns tun. Ja, das stimmt. Erste Regel. Wir machen nichts allein. Ich lass dich nicht allein. Bin gleich zurück. Check die Fenster. Mach ich. Lass die Angst nicht siegen. Mach ich. Ich versprech's. Die Maske verdeckt deinen Geruch. Aber sei vorsichtig und leise. Berühre das Windspiel. Du wirst es sehen. Na, herzlichen Glückwunsch.